Herzlich willkommen Leute zurück bei Dragon Ball Z Dokkan Battle auf der japanischen Seite des Spiels. Denn, habe ich total verpennt, es gab wohl zum Goku Golden Gohan Day Tickets an so einem Goku Banner. Wir sehen hier sind die klassischen Formen von Goku gefeatured und an sich keine besonderen Summons, kein GSSR, kein gar nichts, nur 5 Charaktere pro Multi. Aber es befinden sich einige LR in dem Banner, die 90% dürften alle drin sein. Wenn noch alles dabei ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind LR mit dabei, deswegen sind das hier LR Tickets Summons und ich habe meine Freundin mit dabei. Hi. Sie wird für mich Sam und ich hoffe, das bringt mir Glück. Und wir fangen an mit dem ersten Multisam. Es gab 30 Tickets, man musste nichts dafür machen. Also ich habe mich damals einfach nur eingeloggt, habe total verpennt, wie gesagt. Aber das einfache Einloggen während des Events-Zeitraums hat gereicht, die 90 Tickets zu bekommen. Da war ein Vegeta dabei. Das ist schon mal kein schlechtes Zeichen, denn wir funktionieren nicht. Das heißt, es wird nicht mal ein Screencrack, denke ich, weil es ist kein GSSR-Summon. Und es wird auch keiner. Das heißt, das wird wahrscheinlich ein schlechter Anfang. Denn wir haben Starterpaket Goku, der übrigens meine allererste Unit ever war. Und weil ich es gesagt habe, kommt er gleich nochmal. Dann der andere Starterpaket Goku, den ich damals nicht hatte, aber toll. Den farmbaren Kid Goku SSJ 2. Und noch zum dritten Mal den Starterpaket. Wie gesagt, das ist ein Goku-Banner. Das heißt. Zumindest, dass alle Goku S, R und Rs mit dabei sind. Ich frage mich nur gerade, gibt es da nur LR Gokus hier? Ne, ich denke, es sind schon alle regulären LR dabei. Aber wir werden auf jeden Fall definitiv größtenteils, glaube ich, nur Goku sehen. Auch im Feature des Banners machen nur Gokus am Start. So, zweiter Multi sieht schon mal beschissener aus. Wir haben Chaozu und Fat Buu. Und wir werden wieder nix. Wandeln uns auch nicht. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder ein Trash Summon. Außer wir kriegen einen knackenden Screen, was nicht passieren wird. Nö. Und wieder, Starterpaket Goku. Dann ein Whis Outfit Goku, wahrscheinlich das schlechteste von allen. Dann, oh, Whiteout Face of Goku, immerhin farmbar, nützlich, gerade als Dokkan Awakened der SSG für andere. Dann noch einmal Whis Outfit Goku. Okay, wir sind gerade so auf Dragon Ball Super übergeschwappt, merke ich gerade schon. Und wir kriegen noch einmal den SSG. Das ist wahrscheinlich der beste von allen, den es hier von den regulären gibt, die keine SSR sind. Weil farmbar und Dokkan Awakened war immerhin nützlich als Supporter im Superfuss oder weil immer er supporten kann. Shadow Dragon Arc, glaube ich, und so weiter. Okay, damit haben wir die Hälfte jetzt durch nach diesem Multi hier. Und wir haben diesmal Piccolo, Goten, wieder Fat Buu. Das heißt wieder nichts, was uns irgendwas verspricht. Wir werden wieder kein Super Saiyajin. Oh Mann! Das werden komplette SR Summons. Oh, doch ein Screencrack. Yay, das heißt ein SSR ist dabei. Auf Japan habe ich nicht so viele, weil ich meine, auf global habe ich alle von den Gokus hier gefühlt, sind gerainbowed. Ah, da ist er! Natürlich der älteste, der SSJ2, geticket Goku, allerdings nicht der SR, sondern der SSR, der allerdings seit kurzem ein Dokkan Awakening in Japan hat, von dem ich gar nicht weiß, ob es gut oder schlecht ist, aber wenigstens hat er jetzt eins. Er war halt der klassische Supporter, gerade was Ki angeht, weil man das heute nicht mehr so sehr braucht. Und da ist die SR-Variante dazu. Keine Ahnung, wer von beiden eigentlich besser ist. Muss mir echt überlegen. Noch einmal. Okay, theoretisch kann man auch den in anderen reinpumpen als SA. Dürfte nachvollziehbar sein. Und damit ist die Hälfte durch. Wir haben nach der Hälfte einen SSR bekommen, der etwas outdated ist. Wie gesagt, mit Dokkan Awakening relativ, ja, vielleicht sogar ein bisschen brauchbar, wenn man nicht gerade die besten Units hat. Also für Einsteiger wahrscheinlich freundlicher. Und jetzt gehen wir in die zweite Hälfte des Videos über. Und im ersten Sam kriegen wir einen Chaozu. Wir haben Chu-Tenshin Han. Das heißt, wir kriegen garantiert einen SSR mit Rainbow Text und Super Saiyajin. Ja, ja. Ich hoffe, dass es zumindest der Super Saiyajin God Goku aus dem DBS Broly Film wird, weil der ist tatsächlich sehr gut, kann tanken und hat wahrscheinlich einen der schönsten SAs, die es überhaupt aktuell im Spiel gibt, zumindest meiner Meinung nach. Trash, der andere Starter, super, wie gesagt, welcher SSR wird's? Ich hoffe DBS Broly Goku, nö, auch okay, EZA Goku, damit ist er auch auf Japan endlich 100%, ist also akzeptiert. Und noch einmal der Whis Outfit Goku, yay. Wie gesagt, das ist echt der schlechteste, den es wahrscheinlich in Dokkan Battle gibt. Vielleicht zweimal. Ja, man darf nicht laut reden, wenn man summons. Und es hat irgendwie weiter geskippt, obwohl wir gar nicht gedrückt haben. Aber okay. So, noch 10 Summons in Form von 2 Multis. Also 10 Puls in Form von 2 Multis. Vorletzter. Wie gesagt, Easy A Goku wahrscheinlich das Beste, was wir bis jetzt hatten. Weil er jetzt 100% ist auf Japan. Auch wenn ich auf Japan mehr summon als... Oh, Piccolo! Und Gohan heißt auch garantiert ein SSR dabei wieder. Rainbow Text mit Screencrack diesmal. Wir wissen ja, Baseform und Rainbow Text ist Screencrack Garantie. Und zwar Thank You Dragon Balls Animation. Bitte, der DBS
Broly Goku, weil den habe ich nur auf global, da war schon zweimal gehabt. Bitte den, den hätte ich gerne auf Japan. Der ist in so vielen Kategorien spielbar, der ist wirklich nützlich. Und es wird spannend, denn wir wissen noch nicht, wer es ist. Es wird sein... Oh, es wird der Letzte natürlich. Und die Nummer 5, Name der SSR, dieses Puls, wird sein... Ah, der so mäßige Super Saiyan God Blue. Gucken. Gut, finaler Sum. Das sind wie gesagt nur kleine Ticket-Sums. Wir nehmen im Anschluss einen noch viel wichtigeren Sum auf, der allerdings vor diesem Online kommt. Das heißt, ihr werdet schon wissen, worum es geht. Aber wie gesagt, das werdet ihr danach sehen. Also eigentlich vor diesem Video. So, finaler Sum steht an. Wir kriegen als Happy End. Wenigstens in Vegeta? Ja. Allerdings muss er jetzt auch noch fusionieren und blaue Haare haben. Dann wäre ich sehr glücklich. Aber es passiert natürlich nicht. Es wird ein Trash-Summon. Ganz toll. Wie gesagt, Easy Egg Goku war dann wahrscheinlich das Beste des heutigen Abends. Es war ein Fake Dragon Ball. Das heißt, wir kriegen doch ein SSR. Und wir kriegen den Supporter SSR 2 Gokus. Der ist eigentlich auch nicht so geil. Aber immerhin haben wir, glaube ich, 3 SSR heute. Ne, 4 haben wir gehabt. Immerhin etwas in 6 Multis, die umsonst waren. 4 SSR. Und der Rest geht in den Barbershop. Ist auf jeden Fall Free-to-Play absolut akzeptiert. Wie gesagt, man darf sich nicht beschweren, wenn man umsonst Summons bekommt. Vor allem, du musst nichts dafür machen. Du musst nicht mal die Tickets farmen. Du hast die einfach zum Login bekommen und hast die Chance, eine R zu bekommen. Plus den ganzen Barber-Junk, plus ein paar SSR. Ist also genehmigt, ist komplett fair, ist okay. Und kommt noch irgendwas? Ach nee, wir hatten ja schon den SSR. Wäre jetzt komisch, wenn noch ein zweiter in diesem Multi mit dabei wäre. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und es war es auch so. Okay, das war ein kurzes, knackiges Ticket-LR-Sum-Video ohne LR, ohne irgendwas Besonderes. Aber wir haben trotzdem Spaß gehabt. Ja. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao. Ciao.